Ahoi Serienjunkies, willkommen liebe Tetrapackies hier im Fernbus-Simulator. Jawohl, dass wir in diesem Startscreen sind, hat eine ganz besondere Bewandtnis. Vielleicht habt ihr die letzte katastrophalste Folge aller Zeiten ja gesehen. Ja, da habe ich mich selbst nicht mit Ruhm bekleckert. Der Fernbus hat sich nie mit Ruhm bekleckert. Wir alle haben uns nicht mit Ruhm bekleckert. Und dann hat sich auch noch das Safe Game verabschiedet und gesagt, also du warst so böse zu mir, jetzt lade ich einfach nicht mehr. Aus diesem Grund würde ich sagen, komm, zack, wir bauen uns nochmal eine neue Strecke hier, oder? Was meint ihr denn? Ich würde sagen, ja, besser ist das. Ja, wo waren wir denn jetzt schon länger nicht mehr? Das ist alle immer nicht so einfach hier. Mal gucken. Ja, Kassel und so, das hatten wir ja neulich erst. Waren wir eigentlich schon länger im Süden nicht mehr so unterwegs, ne? Wie wäre es denn, wenn wir mal so richtig... Also so eine richtige südliche Südtour machen täten? Nochmal in Konstanz anfangen heute. Vor Konstanz vielleicht mal nach München. Was haben wir dann hier noch so? Ja, wir könnten mal so einen Zickzack fahren. Was haltet ihr davon? Nach München. Nach Augsburg. Dann nach Stuttgart, Karlsruhe. Gucken, dann können wir von hier. Ne, fahren wir von da besser. Nach Heilbronn. Nach Würzburg. Nürnberg. Nach Regensburg. Genau, ja, da haben wir noch einiges vor uns. Und, ja, warum eigentlich nicht? Oder? Seid ihr damit einverstanden? Das hoffe ich doch sehr. Ich muss mal eben kurz... bin sofort wieder da. So, genau. Na, ich muss mal eben kurz alles einstellen hier. Ja. Regensburg, ja. Gut, das ist dann quasi unsere Südroute. Konstanz-Regensburg, jawohl. So, Datum, nein, wir haben heute den 22. Okay, ich würde sagen, wir starten ganz früh. Starten morgens um 6. Oder, gut, hätte ich auch lassen können. Starten um 5.30 Uhr. Fahren. Nein, nicht sie. Bist du doof oder was? Ja. Okay. Ja. Ah, genau. Charakter, das war ja... Naja, das hatte ich ja schon angekündigt hier. Wir können verschiedene Charaktere wählen. Naja, aber ich würde sagen, wir bleiben bei ihm, oder? Oder sollen wir den Hansel hier nehmen? Ich könnte auch die ganze Zeit so sprechen. Nee. Ja gut, weil er neu ist, nehmen wir den. So. Aber nur, weil er neu ist. Okay, gut. Dann hätte ich sagen, feuern wir das Ganze mal ab. Und starten und hoffen, dass er uns jetzt nicht 7426 Stunden laden lässt. Keine Ahnung, wir haben ja jetzt doch schon einiges an Strecke auf diese Tour mitgenommen. Erstmal einen Schluck kaltes, unklares Cola-Mischgetränk, so. Ja, und dann harren wir der Dinge, die da kommen mögen und hoffen inständig, dass es nicht wieder so eine katastrophale Fahrt wird. Ja.
Naja, wie gesagt, lassen wir uns überraschen. Wir können uns dann auch unterwegs nochmal diese neuen NPC-Modelle und Behaviors vielleicht nochmal etwas genauer anschauen. Ja, ich bin ja wirklich sehr gespannt, was da zukünftig rein fernbustechnisch noch auf uns zukommen wird. Bin mir da echt nicht sicher. Auch von dem CBS, von diesem Citybus-Simulator, den sie ja im Background da entwickeln, die TML-Studios inklusive Multiplayer, da habe ich jetzt noch nicht wieder, also nicht wirklich noch was von gehört. Also es ist sehr ruhig darum geworden, aber gut. Ich sag mal so, der Start hier mit dem Fernbus-Simulator, das war ja wirklich... Und ist ja bis heute immer noch so ein bisschen, wo ich sage... unglücklich. Zumindest unglücklich. So. Aha. Gut. Da sind wir. Zack. Schwupp. Sehr gut. Ist ja doch schon recht hell. Hier morgens um irgendwann. Genau, das einschalten. Dann machen wir hier schon mal alles, was geht, an. Damit die Leute nichts zu meckern haben. So. Ja. Und hätte ich sagen, können wir auch schon mal losfahren. Nicht wahr? Jo, danke schön. Ja, in Konstanz haben wir auch noch keine Kur. Vor allen Dingen Kur. Noch keine Kur gestartet. Ja, wir sind hier auf Kurtour. Kururlaub in Konstanz. Ja, ist ja schon echt eine wunderschöne Gegend. Ja, der Bodensee und so, ne? Lindau, Mainau. Das kann man nicht anders sagen. Also ich bin als Kind oft dort gewesen mit meinen Eltern im Urlaub und es ist wirklich wunderschön. Die ganze Bodenseegegend, dann auch rüber nach Österreich und Schweiz, dieses Dreiländereck dort. Also es ist wirklich, ja... Und das, obwohl ich ja eigentlich mehr der Meertyp bin. Was? Was redet der da? Ja, ich habe ja meine Affinität zum Meer. Ich liebe das Meer. Aber die Berge, die haben auch was für sich. Und auch sehr charmant. Sehr charmant vor allen Dingen. Imposant wäre das richtige Wort. Und habe mich dort aber auch immer sehr wohl gefühlt. Also ja, am idealsten ist natürlich beides zu haben. Meer und Berge. So eine Mischung gibt es zum Beispiel in Südafrika. Na? Wo man den Tafelberg hat. Ja, du. Ey. Ist ja wohl eine Sauerei. Oh, da schwebt da ein Nummernschild. Okay. Gut, dann schweben hier halt Nummernschilder herum. Was wollte ich sagen? Südafrika, der Tafelberg. Und wenn man zum Beispiel in den Militärhafen einläuft, hat man... Müssen wir hier schon links? Ja, ne? Ja, ich denke schon. Beziehungsweise in den Hafen überhaupt einläuft. Im Abendrot. Dann kann es vorkommen, wenn die Sonne richtig steht, dass dieser Tafelberg so richtig feurig leuchtet. Feurig rot. Wunderschön.
Wo gibt's noch Berge und Meer gleichzeitig? Ja, ich glaube in gewissen, ja, Berge vielleicht übertrieben, aber doch schon so hügelige Landschaften. In der Türkei haben wir das, glaube ich, auch. Ich meine, da sieht er, das waren keine Berge, na, nicht unbedingt. Wo es das auch noch gibt, da sind aber die Berge eher Vulkane. Das ist auf der wunderschönen Insel La Réunion. Eine französische Enklave. Ehemalige französische Kolonie ist heute auch noch französisch. Und, boah, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ich glaube, im südlichen Pazifik gelegen. Ich bin mir da aber echt nicht sicher. Also da dürfte er mich jetzt nicht drauf festnageln. Auf jeden Fall, das Interessante an dieser Insel ist, dass sie mehrere Klimazonen hat. Eben durch diese Vulkane, die zum Teil auch aktiv sind. Also man kann da Lavaströme sehen auf der Insel. Man kann bis in ziemlich hohe Höhen, ich weiß jetzt nicht, wie hoch der höchste Vulkan ist, hinaufklettern. Zum Teil hat man dort Schnee auf den Gipfeln und kann dann quasi mehr oder weniger Skifahren und sich dann nachmittags an den Strand legen. Ja, das ist natürlich schon, ja. Und Regenwald, in der Regenwaldzone gibt es dort auch. Das ist halt so ein extremes Mikroklima, was dort auf dieser Insel herrscht. Und das muss wirklich faszinierend sein, ja. Uh-oh. Ja, es ist, so. Ja. Nix passiert, nee. Gut. Ja, und La Réunion ist halt französisch, also europäisch geprägt. Die Benefits, die Vorteile, die man in Europa hat, findet man dort auch. Man kann dort sogar mit dem Euro bezahlen. Also wer mal Lust hat, einen tollen Urlaub zu verbringen und, weiß ich nicht, 17, 18, 19, 20 Stunden Flug nicht scheut, Hello. Hier ist mein Ticket. Der kann ja mal gucken, ob er nicht mal... Gut. Ist vermutlich auch nicht das günstigste. Danke. Bitte sehr. So, ja, dann sind wir hier schon mal angekommen. Moin. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Yep. Cool. Mhm. Hi, das Ticket, bitteschön. Fahren wir über Würzburg? Ja, ich glaube wohl. Direkt schon wieder vergessen, es ist hier. Guten Tag, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Jawohl, das will ich wohl. Ja, das bin ich manchmal, ab und zu. Na, Madame. Salut, ça va? Kasrühe, okay. Ja, bitte, sehr. Yeah, oder Karlsruhe oder was? Geht Party oder was hier? Fetter Rave am Start oder? Vielen Dank. Bitteschön. Das wäre sehr freundlich. Jawohl. Nach Nürnberg, ja, das ist wohl gültig. Ich benötige noch ein Ticket für dich. Nach Stuttgart sollen sie bekommen. Dafür sind wir hier. Tada! Tada! Tawupp dich, bitte sehr. Ja. Moin, ich hoffe, ich bin hier richtig. Das halb. Nee. Oh. Hallo, fahren Sie in meine Richtung? Oh. Ja. Hallo, Sie wollen bestimmt mein Ticket für Cool. Mhm. So, ja, das habe ich ja wieder. Alter, gerade erst die Strecke selbst hingezimmert und weiß schon nicht mehr, wo er hinfährt. Das kann ja heiter werden. So. Gut, dann würde ich sagen, spring mal ein paar Minütchen vor. Starten erstmal unsere Ansage und schauen uns hier in. Ja, warum er da jetzt. Ey, komm, ich stehe einen Millimeter drüber, ja, das.
Oh, weia. Euer Ernst? Leute, ich peile es nicht. Naja. Und Infos zu unserem Snack. Naja. Getränkeangebot. Mhm. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN. So, kühles Cola-Mischgetränk. Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Ja, Facebook-Page. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, aha, Akku. Kein Problem. Viele unserer Sätze. Gleich ist es soweit. Ausgestattet. Und entsprechend. Jetzt kommt das Smartphone, dann ist die Minute rum und dann können wir starten. Die gesamte Fahrt und? Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil jawohl, wollt. Da war der springende Zeitpunkt. Was, der springende Zeitpunkt? Gut. Dann mal ab dafür. Starten wir unsere große Südtour. Und jetzt, wo ich losfahre, fahrt ihr alle auch los, oder? Aber sonst geht's euch gut. Habe ich ihn mal eben geschnitten. Aber das musste jetzt auch sein. Weißt du, er steht die ganze Zeit da blöd rum. Ja, und kaum sind wir im Süden, fängt's an zu regnen. Na, sowas. Hatten wir bei unseren nördlichen Touren, wo man das dann doch vielleicht eher erwarten würde, nicht. Aber gut. So, was ist da jetzt wieder los? Aha. Sonst geht's, ja? Okay. Ja, na gut. Da hätte ich jetzt auch nochmal Gas geben können, aber... Ach! Heute wollen wir ja mal wieder einigermaßen vernünftig fahren. Räusper. Aber boah, ein Durst heute. Gut, die ist doch wieder was warm, ne? Aber ist ja schön. Ich meine, ich genieße das ja. Es ist mir lieber, es ist warm, es ist heiß als Kälte. Das ist ja, ja, so als Rollstuhlfahrer, zumindest bei mir, ich habe so ein gestörtes Wärme-Kälte-Empfinden. Und bei Kälte bekomme ich, ja, da fangen die Beine an zu zappeln. Die Muskeln, die kriegen dann eine Spastik und dann tat. Das nervt. Deswegen lieber warm, da passiert sowas nicht. Was ist mit ihm jetzt? Achso, die fahren da wieder nicht, ja. Gut. So. Prima. Ja, auf nach München. Also ja, bloß schlappe 300 Kilometer ist ja nix. Mensch. Nicht wahr? Also können wir uns hier eigentlich auch schon mal links einordnen. Ah komm, das ist gelb. Schaffen wir noch. War doch gelb, oder? Habt ihr doch auch so gesehen, ne? Muss ich da sagen. Wäre wohl nicht farbenblind. Ja. Immer ein schönes Wetter ausgesucht. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Urlaub irgendwie, ne? Urlaubstechnisch. La Réunion hatten wir abgehakt mit den mehreren Klimazonen, was auch super toll zum Urlaub machen ist. Vor allen Dingen, wenn man jung und partybegeistert ist. Was ich nur empfehlen kann, ist Ibiza. Eine geile Insel. Also, oh weia, was haben wir da Party gemacht? Ich sag's euch. Ja. Ja, das Schöne war immer, wenn man aus der Disco rauskam, ja, dann war das Frühstück bereit, dann konnte man direkt frühstücken gehen. Hat sich dann ein, zwei Stunden zum Erholen an den Strand gefläzt und dann ging es direkt weiter. Also so lief das bei uns. Ich brauchte auf jeden Fall nach dem Urlaub erstmal noch eine Woche Urlaub, um mich vom Urlaub zu erholen. So war das damals bei uns, ja. Okay. Nee, aber war wirklich schön. Hat wirklich... Aber das ist jetzt hier?
Hat wirklich Spaß gemacht, mal so ein bisschen die Sau rauszulassen. Das, wenn ihr jung seid und die Möglichkeit habt, ergreift die Chance. Einfach mal richtig Party machen. Ohne Ende. Jawohl, jawohl, jawohl. Ich hab's kommen sehen. Konnte aber nicht mehr rechtzeitig bremsen, obwohl ich aber volle Kanne auf der Bremse hing. Hab's ja gesehen in ihr. Ich hab nochmal versucht auszuweichen, aber auch das ist mir nicht geglückt. Jetzt ist halt die Frage, so. So, oder? Jawohl. Wunderbar. So könnte es was werden. Gut. Ja, da haben sie uns aber sowas von reingelegt. Da wir ja eh hier hin müssen, ist das alles schon halb so wild. Nicht so schlimm. Gut. Ich wollte gerade sagen, da kommt eine Rastmöglichkeit, die brauchen wir aber noch nicht zu nehmen. Wir müssen aber trotzdem abfahren. Denn wie ihr seht, möchte die Polizei ganz gerne. Es ist doch nicht zu glauben. Wieso bremsen die denn heute so blöde? Na gut. Ah, Hilfe. Ja. Uns ist nicht mehr zu helfen. Keine Chance. Das sieht doch gut aus. Prima. Ja, setzen wir das Ganze erstmal fort. Ja, wie gesagt, rasten müssen wir hier noch nicht. Das ist alles noch, ne? Nicht nötig. So. Okay, weiter im Text. Hupala. Hupala, ja, mindestens. Na komm schon. Ja, Ibiza, genau, Ibiza auch toll. Also partymäßig, Partyurlaub. Jetzt eine Baustelle oder was? Nee. Hoffentlich nicht. Was ist noch an Inseln zu empfehlen? Gut, ich habe ja auf Sylt gewohnt, das war toll. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich habe gehört, die Insel hätte sich doch sehr zum Nachteil verändert, denn die ganzen ursprünglichen Sylter, die können es sich eigentlich gar nicht mehr erlauben, auf Sylt zu wohnen, weil viel zu teuer, ne? Das ist natürlich, ja, traurig irgendwo. Das geht dann ja ein Stück Inselkultur verloren. Verdrängt von irgendwelchen Industriellen. Wie so vieles. Naja. Na komm, die überholen wir nochmal schnell hier.
Genau, dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Break. Und für diese Folge soll es das dann gewesen sein. In der nächsten Folge werden wir dann erleben, hoffentlich, ob wir pünktlich in München ankommen. Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, habt eine geile Zeit, haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal. Euer Tetragamer Marcel. Ciao, Leute.